meint das andere. Was? Das Format ist ja geil. Weltklasse. Phil Laude. Toni Bauer. Yes, sir. Gut getanzt. Vielen Dank, vielen Dank. Bist du bereit für ein paar gottlos schlechte Witze? Ich bin all time ready, baby. Alright, dann habe ich direkt einen für dich. Wenn wir uns gleich streiten sollten, darf ich dir dann Senf auf die Hand schmieren? Einfach, um dich so ein bisschen zu besänftigen. Mhm. Stark. Sehr danke, gut. Danke. Ich habe jetzt auch einen für dich. Mhm. Disclaimer, optional erster Job. Du machst das. Scheiße. Warte, wenn ich aber selber lache, dann ist es okay, oder? Ich fand, nee, du kriegst auch Punkt ab. Wieso das denn? Darfst du auch nicht lachen. Nein, jetzt wirklich. Okay. Wie nennt man den asiatischen Dwayne Johnson? The Rock. Das Ding ist, Toni, ich habe letztens bei mir mein erstes graues Schamhaar entdeckt. Mhm. Und ich bin eigentlich total ruhig geblieben, aber die anderen im Aufzug sind komplett ausgerastet. Oh, scheiße. Dann krieg ich ja immer so eine Kacke, ne? Scheiße. Mhm. Es wird bei mir auch ein bisschen persönlich, okay? Ich muss ja immer mitlachen, das ist auch nicht Ziel des Spiels. Scheiße, Alter. Mm. So. Ist auch schwierig, darüber zu reden. Für mich auch. Mhm. Also ich habe mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht. Und ich bin echt nicht erst drauf gekommen, als ich den jetzt hier vor der 30 Sekunden gelesen habe, sondern das ist wirklich persönlich. Okay. Auch. Ich habe gestern 15 Minuten probiert, den BH meiner Freundin auszuziehen. Mhm. Ich wünschte, ich hätte ihn niemals angezogen. Oh Mann. Okay. Okay, geil. Und ich habe auch einen Witz, der jetzt aber wirklich mal ein bisschen wieder auch intellektueller wird. Ne? Da bin ich auch voll bei. Du merkst ja auch, ne? Zwar geht es um Geschichte. Ah, okay. Und zwar frage ich dich jetzt. Ja. Bin mal gespannt, ob du in der Schule aufgepasst hast. Wie nennt man einen Menschen, der schon in der Steinzeit Bauchtasche getragen hat? Talahun? Mm-mm. Na, weiß ich nicht. Neandertalahun! Scheiße, ich war noch dran, fuck! Ey, das war so close, sei ehrlich! Mhm. Scheiße! Ich hab jetzt noch einen von dir, ne? Mhm. Für dich aus der Schatzkammer der Witze. Mann und ein Kind laufen durch einen dunklen Wald. Mhm. Oh. Ich bin da doch so witzig. Super Setup. Sie laufen da einfach. Ich bin da doch so witzig, wie das hier steht. Mhm. Mann und Kind laufen durch den dunklen Wald. Punkt. Kind. Scheiße, was ist los? Was soll denn das? Ist doch gar nicht so schwer, Toni. Okay. Konzentrier dich. In Religion hast du auch immer vorgelesen, Junge. Kind. Hm. Ganz schön unheimlich hier. Mhm. Vater, das sagst du jetzt. Ich muss nachher alleine zurücklaufen. Was ist das denn für ein scheiß Joke? Mhm. Ey, das Format ist ja geil. Weltklasse. Er kommt, auch von aus, denen. Er kommt auch aus der Stadt, er ist so quasi der neben dem anderen, okay? Ja, ja. Scheiße! Ich verliere das Spiel hier gnadenlos, Alter. Hm. Pass auf, spitz die Ohren jetzt. Mhm. Mann, unten gelaufen durch den dunklen Wald. Du Wichser. Oh. Ein Spaß, Mann. Oh, Mann. Kommt der Nächste jetzt. Um Ohren gescheppert direkt. Ja. Zwei Kinder spielen mit einer Schrottflinte. Plötzlich geht sie los und schießt den einen in das Gesicht. Meint das andere? Was? Was?
Ich weiß nicht warum, aber das habe ich nicht kommen sehen. Einfach mal so mir nichts, dir nichts ins Gesicht geschossen. Ich finde auch, die Punchline ist auch krass. Hm. Schießt ihm einfach so ins Gesicht. Meint das andere Kind, was guckst du mich so an? Ich hab mich auch erschrocken. Das Sprechstundenhilfe, warum tragen Sie eine Augenklappe? Ich bin Piratpatient. Ich hasse das, wenn Menschen Redewendungen falsch verwenden. Ja? Ja. Die nerven mich wie Drahtseile. Mhm. Wie nennt man einen besonders intensiven Furz? Das steht da gar nicht, oder? Ich schau alles. Narkot-Erfahrung. Okay. Mit dem Furzen ist wie mit der Liebe. Ja. Wenn man den erzwingt, wird scheiße. Ich lache ja über meine eigenen Sachen, Alter. Das ist ja... Ich finde mich einfach selber witzig. Das ist auch komisch, oder? Ach, das kenne ich aber. Ja? Von dir. Scheiße, du Arschloch! Welches Land hat die meisten Geheimagenten? China. Argentinien. Ist dein Pferd griechisch? Ist ja ein Gyros. Kundin, wo finde ich die Schwangerschaftstest? Verkäuferin bei den Kondomen. Kundin, wenn ich wüsste, wo die Kondome liegen, bräuchte ich keinen Schwangerschaftstest. Alles klar. Leute, die sich über einen Bizeps definieren, finde ich persönlich Oberarm. Ja, man sagt ja auch, ne? Beine wie Säulen, Arme wie Keulen. Das sagt man ja ganz häufig auch. Gehst du eigentlich trainieren? Mhm. Viel? Ja. Was machst du so? Nur Oberkörper. Nur Oberkörper. Ist auch wichtig. Nacken auch? Scheiße, Mann! Ey, hör auf damit, Alter! Geil! Ah, Toni, das war sehr einfach mit dir. Ja. Vielen Dank. Sagen Frauen auch immer, nein, ich hör auf. Das zählt nicht. Schreib dir nicht auf. Schneid den raus. Schon aufgeschrieben. Scheiße. Das war die Witze-Challenge mit Toni Bauer. Wenn ihr noch weiter lachen wollt, hier geht's zur Witze-Challenge mit Parshad. Und außerdem schaut mal in die Infobox, da könnt ihr Toni Bauer auf Instagram folgen. Und er persönlich wünscht sich, dass ihr ihm auch bei Knuddels folgt. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir.